Das Schlimmste, was meine Mutter zu mir gesagt hat, war dieser Satz hier. Es war der schlimmste Satz. Hätte ich lieber einen Stein auf die Welt gebracht, als dich, Özcan. Überleg mal, ich war 7 Jahre alt. Was das mit deiner Psyche macht. Du hast Komplexe. Ich war so auf dem Spielplatz. Ich guck die Steine an, die so. Deine Mutter mag mich mehr. Meine Kindheit war hart. Ich war als Kind so ein richtig kleiner Bastard. Ich war auch voll hässlich. Hat sich nicht viel geändert, aber anderes Thema. Nee, ich war hässlich, weil meine Mutter hat mir die Haare geschnitten. Warum? Wir haben ein Haus gekauft in der Türkei. Türkenlogik. Wir leben in Deutschland. 11 Monate. Gehen 4 Wochen Urlaub Türkei. Wo kaufen wir Haus? Türkei. Alter, du gehst in die Türkei. Dein ganzes Geld ist dahin gegangen, Land. In der Türkei, wir haben eine Villa, 12 Zimmer. Du läufst so rum. Was? Dann kommst du zurück, Deutschland, 1,5 Zimmer, so eingequetscht. Mein Cousin war hinter mir, ich so, nimm deinen Finger aus meinem Arsch, du Wichser. Maracuja? Den muss ich mir merken, der ist gut. Nee, aber das war wirklich so. Nein, guck mal, wir haben so, weil wir ein Haus gekauft haben in der Türkei, ein ganzes Geld ist hingegangen. Und wenn ich meinen Vater gefragt habe, ich so, Baba, ich will Friseur, hat er gesagt, deine Mutter soll schneiden. Dann hat die mit der Bastelschere aus der Schule meine Haare. Ich hatte solche Frisuren, lang, so, so. Natürlich gibt's Rassismus, wenn wir so aussehen, Alter. Aber ich darf's ja nicht nur schlecht reden. Leute, es gab wunderschöne Momente. Wenn ich die Bilder von früher angucke, mein Herz geht auf, lang. 80er Jahre Türken. Nostalgie. Ist wirklich, wirklich. Auf den Bildern so mein Vater mit Schnurrbart, daneben meine Mutter mit Kopftuch, daneben meine Schwester mit Schnurrbart. Nein, Spaß, Spaß. Die hatte Vollbart, die so. Aber ich war so, in dieser Zeit war ich ein richtig kleiner Wichser, auch in der Schule. Meine Lehrer sind durchgedreht wegen mir. Ich habe immer dumme Sachen reingerufen. Die so, Özcan, was heißt Fenster auf Englisch? Ich so, Fenster. Was heißt Tafel? Tiefel. Jetzt wusste ich, wenn mein Vater zum Elternabend geht und zurückkommt, dann gibt's auf die Fresse. Das war schon klar. Wenn mein Vater zum Elternsprechtag ist, habe ich seine Taekwondo-Klamotten schon an den Eingang gestellt. So. An dem Tag ist er extra früh aufgewacht zum Trainieren. Also du kleiner Bastard, ich gebe dir nachher. Nobody told you that you really lose alone. Wenn er so nach Hause kam, meine Mutter war schon an der Glocke. Die so ding, 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 ding. Meine Schwestern haben die Runden angezeigt. Die so.